So, grüß euch. Aus dem Holz heraus. So, wir haben am Sturmholz aufarbeiten. Sturm hat brutal reingelangt, so gesagt. Wir haben da einen Baum, die haben 4 Kubik. Der da hat es nachgesprengt, der da, der da liegt, nasst jetzt gerade aus. Der hat es angesprengt und der da. Um und weg. Und der Meter Durchmesser. Über einen Meter. Ha! Da stehen alle drin. Die haben alle ohne Gipfel. Die werden wir heute alle aufarbeiten. Schaut es euch an. Die. Schaut euch die Bäume an. Da hat es alle angedreht. Und da haben ein paar Hänger die drin. Also, der Sturm ist gravottisch reingegangen. Brutal. Da überall. Überall. Da unten. Da unten. Vielleicht seht ihr es. Ah, länger war. 15 Bäume. 15, 20 Bäume. Jeweils 4-5 Kubik. Unglaublich. So, jetzt gehen wir weiter. Ich bin jetzt unterwegs mit der 362er Stiel, die wir ausgefahren werden. So, den haben wir weg. Oh, das ist auch so ein Brutzbeil, schaut euch den noch. Um ein Zwissl. Zwei Gipfel, kannst weg da. Potenzieller Käferbaum, da ist er. Und da gehen wir da ein bisschen durch, ich meine, den reißen wir raus. Wenn ich mit der da. Nerv mal, der da. Der hat auch keinen Gipfel und das ist ein Witwenmacher. Freund, wenn ihr nicht wisst, was ein Witwenmacher ist, dann schaut euch den Baum an. Darum ist eine Baumbeurteilung so wichtig. Ja, wo hängt der hin, ist jetzt auch nicht einmal so wichtig, sondern da. Jetzt ist der Gipfel gebrochen, der Wind hat ihn aufgespreißelt, bis oben ein Ries. Jetzt bin ich da und kann Fallkehrwasser schneiden. Bruchleister. Dann ist die Gefahr groß, dass der aufsteht. Also dass der aufsteht, hochschneuzt und irgendwo runterfällt. Das sind die gefährlichsten Bäume. Das ist ein potenzieller Witwenmacher. Baumbeurteilung, brutal wichtig, Leute. Schaut euch die Baummode mal zu schneiden. Und der Rückhänger ist auch noch. Da haben wir auch so ein schönes Exemplar. Ein Rundbaum. Ein Rundbaum, total mentaler hoch. Ja, der ordentlichen Durchmesser, das wird auch so ein Risikobaum. Schaut euch das so. Hier drin hängt da. Die ist links, rechts. Überall kalt. Wo ist jetzt da die Spannung drauf auf dem Baum? He? Kannst nicht sagen, kannst bloß vermuten. Hängt drin bei Mikado-Stabel. Ja, aber das ist jetzt nicht bei Baustall. Der Baustall ist da mal. Da gehe ich jetzt wieder rauf, mit dem Wurzeltaler.
Der interessiert mich jetzt momentan nicht. Schauen wir uns das aber gleich. Das ist Wahnsinn. Geh auf, führt schnell die Weide, wenn wir fit werden. Dauert ein bisschen. Aber irgendwann werden wir schon fit werden. Ne? Wenn es der Käfer nicht nimmt, nimmt es der Sturm. So ist es halt nicht. Aber ja, man dem nicht, weil es gibt Gebiete, die was mehr eingegriffen hat. Ne? Also, weiter geht's. Jawohl. Bock das. Mutterl Zeichu. Zeichu. Dacula. Oder was? Weiter. Auf mit dem. Auf mit den Hundling. Flämische Auge halt gut her. He? Bisher, muss man sagen. Kohle bei aufgehört oder was weiß ich. Aber bisher, oh, da ist schon ordentliche Last drauf. Ein Hang auf 10. 4 Kubik beim. Ja. Ich glaube, das kann man sagen, dass das hier halt das flämische Auge. So, wenn der Keil durchrutscht, seht ihr es, kann man nicht mehr fassen mit Schlagschrauber, alle bei einer Beißzange dabei haben, zum Zurücktreiben. So, das wär's gewesen. Herzstich, Ruhleisten. Passt. Ein bisschen zustranzen, ausnussen, weg damit. Schauen wir mal, was wir da haben. Neunzig. Jo. BHD vielleicht 80.
Stände bei mir am Sägewerk. Da bin ich in Oppliff und als Fixling kriege ich einen Abschlag, weil es ein Überkreis ist. Das müsst ihr euch vorstellen. Wenn es größer ist als 60, kostet der Festmeter, keine Ahnung, kriegst für Festmeter vielleicht einen 50er. Müsst ihr euch vorstellen, schneide ich am Sägewerk auf. Brauche ich auch ein paar Lappen. Hm? Weiter geht's. Der Mindaler, das ist vielleicht der letzte, nicht lang. Stuck ich jetzt noch ab. Oh, ausnassen, das ist ein Haufen Arbeit. Rampam haben wir aber erst unendlich. Oh, reden wir nicht lange umeinander. Stuck mal ab. Jawohl. Faulig. Jetzt sind wir mit der Seilwind runter. Passt die Sache. So, ich würde sagen, das passt wieder für heute. Das gelangt wieder für heute. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Ich stark kurz rasten, weil der Sturm reingefahren hat. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle mal, dann helft gut. Geht's gut. Wenn euch meine Videos gefallen, wie alle mal, dann bewertet es positiv. Ganz wichtig, abonniert den Kanal! Jawohl! Weil da gibt es einen brutalen Vorteil, wenn ihr abonniert habt. Dann kriegt ihr automatische Benachrichtigung, wenn das nächste Mal ein Video veröffentlicht wird. Oma, sonst, was gibt's denn das noch? Brutal! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Habt ihr die. Servus, jawohl!